die drei wichtigsten Dinge an deinem Profil, welche die Ladies ja durchscrollen, sind deine Fotos und deine Fotos. Hier sind 10 schnelle Tipps, die du berücksichtigen solltest. Nummer 1. Ein einziges Foto reicht nicht aus. Mit nur einem Foto, da kann die Frau, die eventuell Interesse hat, wenig anfangen. Sie könnte hier auch den Verdacht schöpfen, dass das Bild gar nicht von dir ist und überhaupt wächst du mit mindestens 3, besser noch 5 Fotos eher das Interesse als mit nur einem. Zweitens, achte auf die hohe Qualität der Fotos. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass dich die Plattformen explizit auf diesen Aspekt hinweisen. Schlechte Fotos schaden nämlich auch denen. Es sollte hier nichts verschwommen sein, die Lichtverhältnisse sollten stimmen und du solltest im Zentrum des Bildes sein und die Auflösung des Fotos, die sollte entsprechend hoch sein. Poste eher keine Selfie-Fotos vor dem Spiegel. Dieser Punkt ist nicht unbedingt kategorisch und wenn du mehrere Fotos hast, dann kann da auch ruhig eins dabei sein. Man hat aber Tests gemacht, bei denen Profile schneller überscrollt bzw. weggeklickt werden, deren Fotogalerie nur aus den typischen Badezimmerfotos besteht. Apropos Spiegel, Vorsicht mit Muskel- und freiem Oberkörperbildern. Viele Frauen gaben in Umfragen an, diesen Bildern weniger Gewicht zuzumessen bzw. dem jeweiligen Mann weniger Vertrauen zu schenken. Wenn du nicht gerade auf einer One-Night-Stand-Plattform, sondern auf einer echten Beziehungsplattform bist, dann fährst du mit weniger anstößigen Bildern vermutlich besser. Fünftens, zeige dich in verschiedenen Perspektiven. Hier meine ich die Art der Bilder, besser gesagt die Tätigkeiten, die du darauf ausübst. Im Idealfall kommst du als Typ herüber, der ein beschäftigtes Leben hat und der sozial integriert bzw. aktiv ist. Bilder, die dich also mit Freunden zeigen, können vorteilhaft sein. Und je besser diese Freunde aussehen, desto besser auch für dich. Versteht sich von selbst. Deine Bilder sollten nach Wohlstand aussehen. Also ganz klar, Frauen geben das nicht zu, aber alles, was nach Geld und potenziellen Vermögenswerten aussieht, wirkt auf sie anziehend. Auch hier hat man haufenweise Tests gemacht, aus denen hervorging, dass Bilder mit Sportwagen, auf einem Boot oder auch auf einem Golfplatz bessere Reaktionen auslösen. Siebtens, der Hintergrund des Bildes sollte sauber und geordnet aussehen. Ordnung ist das halbe Leben und Frauen, die achten bewusst oder unbewusst sehr darauf, in welchen Wohnverhältnissen du lebst. Profile, auf denen sie herumliegende Socken, leere Cola-Dosen und überhaupt Schmutz und Unordnung erkennen, werden meist nach wenigen Sekunden weggeklickt. Du selbst solltest auf den Bildern ungefährlich aussehen. Also wenn du ernsthaft an einer Beziehung interessiert bist, dann wirst du mit gefährlichen und szenetypischen Gangsterfotos kaum Eindruck auf die Ladies machen. Wirke stattdessen freundlich, sozial verträglich und einigermaßen seriös auf den Bildern. Vermeide auch unbedingt peinliche Fotofilter und andere KI-Enhancements. Partner, du siehst so aus, wie du aussiehst und du kannst mit Hilfe aller hier genannten Punkte schon ehrliches Interesse auslösen. Alles aus dem Bereich Photoshop, Montagen, künstliche Intelligenz, Fotofilter oder ähnliches ist einfach mal super kindisch, peinlich und wenig authentisch. Ein Wort noch zu deiner Selbstbeschreibung. Wähle diese auf keinen Fall zu lang und kompliziert. Niemand liest lange Beschreibungen und selbst ein Profil mit inhaltlich überzeugender Beschreibung, aber miesen Fotos schneidet schlechter ab als ein Profil ganz ohne Beschreibung, aber guten Bildern. Auch das hat man getestet. Wenn du bei der Qualität deiner Bilder nichts dem Zufall überlassen willst, dann solltest du ein professionelles Fotoshooting in Betracht ziehen. Da nimmst du halt mal 300 oder 400 € in die Hand und hast dann was, mit dem du arbeiten kannst. Danke dir fürs Zusehen, Kommentieren und Liken. Ciao, ciao.